gerissen wurde. Ja, hallo Braunschweig und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 19. Mahnwache hier auf dem Schlossplatz. Ja, ich begrüße euch heute recht herzlich hier, vor allem nach dem tollen Montag. Letzte Woche, als wir hier den Weltfriedenstag gefeiert haben, haben wir also sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Waren sehr viele neue Gesichter da. Ich denke mal so in der Spitze so 250 Personen hier auf dem Marktplatz auf dem Schlossplatz gewesen. Und hat auf jeden Fall einen super guten Anklang gefunden. Und auch heute die Presse, Braunschweiger Zeitung, auch nochmal in diese Richtung ein herzliches Dankeschön. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass in den Medien objektiv über unsere Bewegung berichtet wird. Es ist also von vielen großen Medien eben halt nicht objektiv berichtet worden. Und heute war auch wieder ein sehr schöner Bericht von der Braunschweiger Zeitung. Eine ja, gute Viertelseite haben wir dort bekommen. Nochmal ein riesen Dankeschön von hier aus an die Berichterstattung. Ja, Samstag habe ich die Zeitung aufgeschlagen, auch hier wieder, ich will jetzt keine Werbung für die Braunschweiger Zeitung machen, ich habe das Abo leider nicht mehr. Aber da habe ich dann gelesen, dass die EU sich distanziert von den Sanktionen gegen Putin, gegen Russland. Da habe ich gesagt, oh, klasse, toll, schön. Dann sind wir hier, das Braunschweiger Friedenszentrum hat hier hinten auf dem Rathausplatz ihren Antikriegstag gefeiert. Und auf dem Weg dorthin im Radio hörte ich dann, dass die EU neue, schärfere Sanktionen beschlossen hat, die ab heute in Kraft treten. Und ich frage mich, wie lange wollen wir uns noch dieses Hickhack, diese Propaganda uns reinziehen, mal hü, mal hot. Kein Mensch weiß mehr, was da wirklich Sache ist. Kein Mensch weiß mehr, was wirklich politische Situation zurzeit ist. Und wir werden also einfach immer mehr für blöd verkauft. Und wenn man dann also sieht, wo auch die Nachrichten herkommen, sind meistens dpa-Meldungen, das heißt also schon von zentraler Stelle auch gesteuert. Aber das war nicht das Schlimmste, weil ich habe da sowieso nicht wirklich dran geglaubt. Aber da war eine größere Überschrift, auch am Samstag drin. NATO rüstet sich gegen Russlands Politik. Okay. Aber der zweite Satz, der Untertitel, der hat mich dann doch schon etwas mehr nachdenklich gemacht. Weil wenn dort geschrieben wird, während im Osten der Ukraine eine Waffenpause gelten soll, bereitet sich das Bündnis auf den Ernstfall vor. Wer es nicht glaubt, steht hier in der Braunschweiger Zeitung von Samstag. Und dann gab es ja diese Friedensverhandlungen, beziehungsweise nicht Friedensverhandlungen, sondern diese Waffenpause, die dort vereinbart wurde, die auch wieder nicht eingehalten wird. Und die Situation wird ja nicht besser. Und das ist eben halt auch ein Grund, warum wir jeden Montag hier stehen, auch für alle die, die vielleicht neu hier sind. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Oh, doch einige. Ja, vielleicht mal einen Applaus für die Menschen, die sich hierher getraut haben. Das ist ganz klasse. Ich weiß, dass uns sehr, sehr viele Leute beobachten. Es beobachten uns sehr viele Leute hier in Braunschweig. Man hört es dann, wenn man einfache private Gespräche führt, beispielsweise auch am letzten Samstag da drüben auf dem Rathausplatz. Es wird schon über uns gesprochen, man schaut schon hier hin, was wir machen. Und das Tolle ist, die Braunschweiger Zeitung hatte bei den Linken und bei der Antifa angefragt, ob denn hier irgendetwas mit NPD oder so sei. Und wir haben es also offiziell von Seiten der Linken und von Seiten der Antifa hier aus Braunschweig, dass wir also nicht rechts unterwandert sind. Und ich denke mal, das ist eine ganz tolle Sache. Vor allem, dass das mal offiziell geschrieben wird, weil das wird immer benutzt. Diese Nazi-Keule, Antisemiten-Keule ist immer das, was man gegen uns schwingt, um uns einfach zu denunzieren. Und ich finde es klasse, und dass auch die Redakteurin den Mut hatte, das zu schreiben, der Chefredakteur das abgenickt hat und die Zeitung das auch gedruckt hat. Und das finde ich ganz klasse. Und es ist nicht nur hier. Ich habe heute einen Bericht aus der Stadtanzeiger in Hamm gelesen über deren Mahnwache. Dort auch sehr positiv geschrieben. Also
Die Mainstream-Medien, die schweigen uns momentan tot, aber die regionalen Medien, die fangen an, uns langsam doch zur Kenntnis zu nehmen. Ich meine, wir stehen seit dem 5. Mai, stehen wir hier, seit 19 Wochen stehen wir hier, jeden Montag, und wir gehen hier nicht mehr weg. Und langsam wird das hier auch von der Bevölkerung und auch von den Medien registriert. Und sie sehen auch, dass wir hier keine rechte Gesinnung haben, dass wir hier nicht recht sind, sondern dass wir für etwas stehen, was alle Menschen angeht. Und zwar für den Frieden für uns alle weltweit. Und ich denke, dafür können wir auch hier stehen. Und dafür werden wir auch hier stehen, bis wir das durchgesetzt haben. Na gut, kann man nochmal aufatmen. Vielleicht auch die jetzt neu dabei sind, das erste Mal dabei sind. Wir haben ja auch immer ein offenes Mikro. Das heißt, wenn jemand etwas sagen möchte, so wie das Speaker's Corner in London, einfach mal zu uns kommen, kurz ansprechen. Wir schauen, dass wir Redezeit für euch mit einplanen, und dann kann hier auch jeder was von sich aus sagen, was ihn gerade bedrückt oder was er gerade so wahrgenommen hat, und hat hier die Möglichkeit, auch seine Stimme zu erheben. Also im Gegensatz zur Politik behalten die Menschen hier ihre Stimme und geben sie nicht ab für 4 Jahre. Und das ist auch der Unterschied, vielleicht auch mal ganz kurz, zu der Friedensbewegung, die letzte Woche Samstag drüben stand. Dort standen auch Parteien. Hier gibt es keine Parteien. Hier steht jeder als Mensch. Jeder für sich als Mensch. Und zwar für die anderen Menschen. Nicht für irgendeine Partei, nicht für irgendeine Gesinnung, nicht für irgendeine Religion. Und deswegen, wir sind also offen für alle Menschen. Und deswegen, wenn ihr irgendetwas sagen wollt, bitte eben halt keine Reden für irgendwelche Parteigesinnungen oder sonst etwas. Ansonsten, wenn es euch betrifft, wenn es die Menschheit betrifft, seid ihr dazu herzlich eingeladen.